390 FHS Bianco. Nochmal, wie heißt der? Das ist der 390 FHS Bianco aktiv. Bitte mal Arme ausbreiten, das ist der Dirk. Und das ist total krass, der ist so klein und du innen drin, du glaubst, es ist irgendwie, es stimmt alles nicht, richtig, oder? Man könnte glauben, der Dirk könnte ihn nur noch umarmen. Ja. Nee, so. Ich meine, ist ja auch ein liebes Fahrzeug. Ist auch ein lieber Dirk, muss ich sagen. Aber es ist der Bianco 390, also ein Luxuswohnwagen, Premium-Segment, ja. Fendt, ganz oben, oder? Ja, ganz oben angesiedelt, perfekte Produktqualität, langjährig am Markt. Einfach, was halt ein Fendt alles verkörpert, das ist... Ja, der Marktführer in der Qualität. Das einzig Blöde ist, ihr sagt, das Polch, Niesmann Caravaning ist, wenn man pro Meter bezahlen würde, wäre das einer der teuersten. Ja, das kann gut sein. So habe ich es noch nicht umgerechnet, muss ich gestehen. Das Fahrgestell selber kostet schon mal Geld, das Aufsetzen, der Platz kostet Geld. Also es ist, kürzer heißt nicht immer billiger, oder? Nicht unbedingt, nein, nicht unbedingt. Wobei, wie gesagt, es ist ein tolles Fahrzeug, es ist ein beliebtes Fahrzeug, vor allen Dingen auch bei den Menschen. Mit 1500 Kilo lässt er sich auch an etwas kleinere Fahrzeuge hängen. Das ist ja auch noch eine Sache, da sollte man drüber nachdenken. Und das muss man im Blick haben. Also ja, der ist total knuffig. Gibt es den auch mit Dusche? Der hat eine kleine Dusche, der hat eine schöne Badezimmer, das sollten wir uns gleich mal angucken. Da können wir eine Duscharmatur einbauen. Das würde gehen, den kann ich nachrüsten. Mit Vorhang, mit allem, das kriegen wir hin. Und wir können sogar das so handeln, dass man draußen duschen kann, indem man den Duschschlauch einfach durch das Badezimmerfenster. Das ist schön. Dirk, bleib mal da stehen, du musst den bewachen. Und ich komme mal gerade mal einmal mit, dass du den mal zeigst. Fendt, made in Germany? Ja, auf jeden Fall. Ist in Bayern, in Mertingen gebaut, schon ewig lange. Ist bekannt, vielen Treckerfahrern auch bekannt. Ist aber nicht die Treckerfirma, ist eine eigenständige Firma. Eigenständige Firma, ist aber die Firma Fendt, die gleiche. Die Firma Fendt, ja. Okay, also unter Dieben sehr genommen. Wir haben eben noch gewitzelt, eines der meistgeklautesten Fahrzeuge, gilt hauptsächlich für große Doppelachse. Für die große Doppelachse, da können wir gleich nochmal gucken, da finden wir bestimmt auch noch einen, in den wir mal reingucken können. Das machen wir, also Bianco 390 und du siehst das hier unten, da sind diese Leisten, die verdecken dann diese überlappenden Alu-Beplankungen, also diese Beplankung an der Seite und das auch zusätzlich nochmal einen Rahmenschutz. Kann ich da noch mehr haben auf Wunsch von diesen Leisten? Das geht auch möglich. Man könnte jetzt noch zusätzlich Leisten bauen. Man könnte ja auch hier vorne eine Lichtleiste einziehen. Auch das haben wir schon gesehen. Also es gibt da mannigfaltige Möglichkeiten, das Fahrzeug noch weiter auszubauen und noch zu verschönern. Du machst das seit 33 Jahren. Ein paar Fachfragen. Was ist denn der Keder? Was hat denn der für einen Durchmesser hier? Das ist ein 6 mm Keder im Allgemeinen. Und der oben? Oben ist der gleiche. Der untere ist einfach nur einmal als Leiste und gedacht unter Umständen, um hier die Fenster auch über eine Markise zu schützen. Vor Sonneneinstrahlung, auch das geht also. Also ich glaube, ich kann dir alles fragen. Das werden wir gleich mal gucken. Das Heck ist jetzt sehr automotiv. Das hat er hat dasselbe Heck wie alle anderen. Das ist das gleiche Heck. Das haben wir letztes Jahr eingeführt. Erstmal nicht beim Diamant, um es zu testen. Und haben wir jetzt bei allen Fahrzeugen. Großes Kino, also ein sehr, sehr schickes Heck, was du hier siehst. Integriert die Griffe zum Schieben und Ziehen. Sehr schön. Ja, wir gehen mal rein und dann zeigen wir das mal. Und wenn du dich mal direkt auf das Bett setzt, wir haben nämlich ein französisches Bett drin. Jetzt sollen wir gleich mal schauen. Auch die Aufbautür ist genau die gleiche. Das rechtfertigt auch so ein bisschen den Preis, Dirk. Denn der schöne Wohnwagen kostet 27.832 Euro. Wo wir hier schon ausgestattet ist, gell? Mit der Gewichtserhöhung, in der Schlafhöhle, im Teppichboden. Teppichboden ganz wichtig, dass man den von Anfang an mitbezieht. Kleiner, also, kompakter Wagen, der gut gezogen werden kann. Finde ich auch cool für irgendjemand, der zum Beispiel auf Montage ist, Außendienst macht, hat das Auto vorne dran, zieht den hier mit. Eine Person ist gigantisch, kann aber super auch von zwei Personen, ne? Weil du hast eine Doppeldinette. Ganz genau. Schau mal die Großzügigkeit im Raum, die Küche, der Küchenbereich hinten und das alles auf diesen Außenmaßen, wo ich eben fast umarmen konnte. Ja. Die Küche ist auch genau an dem richtigen Punkt. Du hast sie am Heck, direkt am Eingang, wo man sie auch braucht. Dann hast du hier eine ordentliche Aufbautür mit Fenster und Verdunklung natürlich mit drin. Und wir gehen jetzt mal um die Ecke rum. Also da ist die Dinette. Hier könnte auch einer schlafen, Enkelchen oder so. Das könnte man machen. Und cool ist natürlich der Fernseher. Bei so einem kompakten, kurzen Fahrzeug machst du den Fernseher genau an die Stelle hin. Dann kannst du den sowohl vom Schlafzimmer aus als auch vom Ess- und Wohnbereich perfekt nutzen. Ich kann ihn sogar. Wenn wir bei uns bei Niesmann etwas verlängern würden, könnten wir sogar von draußen gucken. Wir haben einen noch etwas längeren Arm. Wenn das gewünscht ist, können Sie von draußen Fernsehen gucken. Ist ja goldig. Wir machen alles möglich. Also das geht. Dirk, komm mal rein. Jetzt sind wir hier zu dritt drin. Jetzt wird's kuschelig. Aber wollt ihr gerne noch, wenn ich darf, gerade den Kühlschrank zeigen, weil der genauso pfiffig ist wie die Küche. Hast du eben gesagt, dass der an der richtigen Stelle
die an der richtigen Stelle verbaut ist. Und auch der Kühlschrank, wenn du jetzt drin bist, du würdest dir dein Bier rausholen für heute Abend, ja, dann von der Seite. Wenn ich draußen bin, muss ich mit meinen Schuhen nicht rein, die Kinder müssen nicht rein, die können gerade zugreifen. Und das ist ein kleines weiteres Feature. Schau mal, wie viel Stauraumplatz da drin ist und wie schön der trotzdem dann im Fahrzeug untergeht sozusagen und gar nicht stört als Raumtrenner. Was ich cool finde, ist das Feeling, dass du einen Fan hast, weil das ist so eine eigene Fangemeinde, die sich hier gebildet hat. Die Qualität, du kannst hier alles anfassen, das ist noch Handarbeit hier. Das ist ja kein Roboter, der das zusammenbaut, das sind Menschen. Diese Scharniere. Die ganze Tür. Ist es Blumen oder guck mal gerade, was steht dran? Häfele? Ja, ist schwer zu erkennen. Auf jeden Fall Softclose oder ja, wie ist es? Nein, Softclose nicht, aber hier ohne Griffe. Es gibt ja viele Menschen, die Probleme haben, vielleicht was zu drücken mit Rheuma oder sonstiges. So, das hat man nicht. Man kann hier richtig anfassen. Ja, Ist die Haptik ist nicht so popelig. Das heißt, ja, du hast eine richtige, wie zu Hause, eine ordentliche Verarbeitungsqualität. Die Flächenvorhänge, das ist natürlich der letzte Schrei. Es gab ja früher Gardinen, ja, die werden auch wieder kommen, glaube ich. Irgendwann. Alles wird irgendwann wiederkommen. Von daher. Das ist so. Der Fan bietet das, was die Menschen wollen, nämlich Qualität zum Anfassen. Und ich glaube, das bringt Fan drüber. Man hat oft behauptet, Fan ist etwas konservativ. Aber hier im positiven Sinne, so würde ich es mal sagen. Wenn, dann im positiven Ding. Aber das helle Holz jetzt hier mit dem Grau, das ist doch totschick. Also. Ja, es wird angenommen, es gibt keine Datschen vom Daumen hier, so Fett oder was drauf. Das nimmt diese Oberfläche nicht an. Also man hat da schon einiges sich einfallen lassen. Mach mal auf für den Kleiderschrank, dass wir den mal sehen. Also ein paar Einbußen musst du natürlich machen, hier ist eine Stange mit drin. Aber es ist ja ganz bewusst so, ich meine, die Leute, die den kaufen, wissen ja, was sie kaufen, oder? Ja, die haben sich auch im Vorfeld damit beschäftigt und wissen, dass die ein kleines Auto haben oder wenig Platz haben in der Garage auf dem Platz. Und das du kriegst natürlich auch ganz andere Stellplätze mit so einem Ding. Also wenn du ankommst und du rufst an auf dem Campingplatz und sagst, ich habe, was weiß ich, ein 97er Innenbreite Tabat habe ich immer gehabt, ja. Der ist dann 10 Meter mit Deichsel, 10,20 Meter. Ja. Da haben die immer schon gefragt, ob ich sie noch alle habe, jetzt noch zu fragen, ja. Und hier bist du viel kürzer. Und dann schiebst du den mal noch auf die richtige Stelle und dann weißt du abends, was du gemacht hast. Der Mover. Das ja. Ging ja schon. Bitte mal aufmachen, Dirk. Gerne. Ja. Verkauft zwei Plätze, dann ist das auch wieder gut. Ja, das geht auch. Kannst dann zwei Plätze machen. Also auch hier ganz, ganz moderne Kochfelder. Ja, ganz modern, hier mit dem Guss oben drüber, ebenerdig, dass ich es hin und her schieben kann, mit der Zündung und ein schönes, großes Waschbecken mit der Ablage vorne dran, dass ich auch was schneiden kann und allemal direkt in der Nähe von der Tischgruppe. Also, ja. Ich mag es hier direkt am Ausgang, weißt du, da kannst du auch mal die Sachen rausgeben. Genau. Der Kühlschrank, du hast es eben gemacht, du hast ja immer eine Kühlbox für dein Bier, aber hier wäre dann das Grillfleisch drin. Das genau. Und dann... Das ist schon schön gemacht. Dann bitte mal aufs Bett setzen, wenn ich einfach nur mal hinsetzt. Ja. Die Höhe ist so, dass du da nicht reinkrabbeln musst, sondern das du. Das ist das, ja. Das ist bei anderen Marken anders. Da ist das Bett sehr, sehr niedrig und ich muss dann richtig, gerade wenn auch meine ältere Herrschaften da sind, ich muss dann mich richtig hochquälen. Das habe ich hier nicht. Hier kann ich angenehm sitzen und aufstehen. Ich vergleiche es immer mit den Polstermöbeln, den alten, wo man sich richtig hochquälen muss. Und das ist angenehm. Und wird auch angenommen. Und erhöht ganz nebenbei auch noch den Stauraum, den wir unter dem Bett haben. Ja, zeig mal den Stauraum. Also, denn ich habe schon eben so ein bisschen Sneak Preview gemacht, ja, um die Ecke, Dirk. Und wir haben uns mal den Waschtisch auch mal angeguckt. Ist das dabei, hier die Auflage? Das ist dabei. Das ist im Rahmen der Schlafwelt, die mit verbaut ist, die ist mitbestellt. Ist das dabei? Das kann man dazu ordern. Also was ist denn das da? Das ist, die Decken sind zwei Decken. Dazu gehören Bezüge und auch Kissenbezüge und Kissen. Also das ist, dabei. Komplett alles dabei, was man braucht. Hier siehst du auch, hier vorne sind die Auslässe aus der Kombiheizung mit dabei. Da ist ein Tank mit dabei. Ein City-Wasseranschluss geht auch hier, oder? Citywasser geht auch, selbstverständlich. Geht auch. Also für alle, die nicht wissen, was das ist so ein bisschen wie eine Klospülung. Der Tank wird fest angeschlossen, der Wassertank, und füllt sich immer wieder automatisch auf. Richtig. Ich habe von außen wie einen Gardena-Anschluss, den stecke ich drauf und dann habe ich die ganze Zeit im ganzen Wagen Wasser. Wasser. Es gibt ja Campingplätze, die haben das Festanschluss. Dann siehst du das. Also da hast du ein ordentliches Bett. Was haben wir in der Bettbreite hier ungefähr? Wir haben hier 1,45 Bettbreite. Das ist für zwei Personen. Absolut ausreichend. Die sich dann auch lieb haben. Viele schlafen Arm in Arm, du mit deiner Frau immer? Natürlich, immer. Im Löffelchen natürlich. So ist das. So, und ich zeig mal hier, das ist die Sitzgruppe. Du bist 1,90. Geh mal bitte rein. Jawohl.
Das ist immer so schön, wenn ich immer einen 1,90 Meter Mann dabei habe. Und da siehst du auch mal, du füllst die Sitzgruppe komplett aus. Eine zweite Person würde noch daneben gehen. Wenn die Frau dazukommen will oder meine Freundin vielmehr. Gerne. Das ist, da darf ich Sie mal gerade was fragen. Kommen Sie mal rein. Ich zeige Ihnen mal was. Hier sind jetzt die Männer drin. Und wenn Sie mal hier reingucken, nur mal reingucken, ja. Wie gefällt Ihnen denn der Grundriss? Das ist ja ein kleiner, kompakter Wagen. Ja, den finde ich klasse. Aber hier, guck mal, das ist ja nur 1,45 Meter. Da müsste man sich ja lieb haben im Bett. Ja, ist ja kein Problem. Da kriegt man ja wohin, ne? Geht das mit 1,45 Meter? Oder lieber ein bisschen breiter? Also, liegt dran, ne? Man muss sich da schon einigen. Kommt drauf an, wie groß der Mann ist. Das so. Kann ein bisschen länger noch sein. Bei euch ist aber keiner am Schnarchen, oder? Nein. Okay, alles klar. Erstmal vielen Dank. Aber der ist kompakt und ja, gefällt mir. Dankeschön. So, mal das Badezimmer öffnen, mal reingucken. So, und da hast du eine richtige Banktoilette drin und da kann man die Dusche nachrüsten. Richtig, man kann oben eine Dusche nachrüsten, macht auch eine Umlaufschiene für den Vorhang, sodass man nicht alles nass machen muss und nicht alles putzen muss. Ja, und dann wird. Achso, das Duschding ist schon dabei, oder? Hier die Wanne ist immer drin, serienmäßig. Einfach, wenn man mal putzt und so weiter, also ist ein bisschen Wasser da, dass es nicht irgendwo im Wagen läuft, sondern unten aus dem Wagen raus. Sehr schön, dann ist ein Schrank hier, zeig mal bitte. Hier oben ein Spiegelschrank. Ja, dann haben wir den Spiegelschrank, den wir dann öffnen können. Okay. Wir haben links und rechts Fächer. Also auch hier nochmal. Unten drunter ist da noch viel Platz? Ja, wenn wir weitergehen, haben wir hier nochmal Platz für weitere Utensilien, sei es für Putzmittel. Und da, die große? Hier, das auch nochmal. Du weißt, was das Klopapier mal gekostet hat vor 3 Jahren? Ja, man sollte entsprechend bevorratet sein, ja. Absolut, ja. Vielleicht kommt das hoffentlich nicht mehr. Das Toilettenpapier ist auf den Campingplatz bestimmt nicht die beste sein wird. So, da sind wir hier. Direkt mit Toilette, allen drum und dran, zum relativ günstigen Preis. Grundpreis 24 und irgendwas war es. Und es ist ein sehr, sehr kurzer Wagen. Das ist jetzt der kürzeste von Fendt. Das ist der kürzeste von Fendt. So, und du bist tatsächlich auch in Polch, oder bist du hier nur auf der Messe? Nein, ich bin auch in Polch. Seit 15 Jahren, jetzt im 16. Jahr. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Da warst du noch gar nicht da, oder? Nein, ich habe den Schlüssel fertig mit übernommen. So, dann kam er. War das okay? Hat sich da viel geändert mit ihm? Er ist ein Netter. Also darf man einfach mal so sagen. Gut, er ist ein Chef, er steht jetzt hier daneben. Ja, du kannst ja jetzt, geht ihn auch ständig gegen das Schienbein. Ich wollte ja eigentlich in Rente gehen, dann hat er mir Schläge angedroht, wenn ich gehe. Wir haben uns geeinigt, dass ich noch 3 Tage mache. Also er wird mich nicht los. Es sind 90 Leute da. Ist das ein cooles Team, was ihr habt? Ja, eigentlich ein gutes Team. Wir haben ein gutes Team mit einer guten Firma. Und für mich ist vor allen Dingen wichtig, wir entwickeln uns. Und für mich ist spannend, wo die Reise hingeht. Ich werde 69, also und ich habe Spaß daran zu sehen, wo die Reise hingeht mit ihm. Und das krass, er hat so viel geändert, da kannst du mittlerweile vom Fußboden essen. Nicht, dass man das vorher nicht konnte, aber... Nein, er geht einen anderen Weg. Ich glaube, der Herr Niesmann, der die Firma gegründet hat, ist seinen Weg gegangen. Jetzt kommt er und macht es anders. Er sagt zum Beispiel, wir haben ein bisschen gelächelt, als die Lounge gemacht wurde. Die Lounge ist so für eine Kundenlounge oder was? Die Kundenlounge gemacht wurde, haben wir gesagt, jetzt geht's nach Feng Shui oder sowas. Ja, weil die verschiedenen Werkstoffe, die dort verwendet worden sind und alles. Aber man muss sich das mal angucken. Die Menschen nehmen es an. Und er sagt, es gibt Leute, die können das, die bezahlen dich dafür fertig, die machen das gut. Du weißt, es gibt beim Globus, das ist so eine Supermarktkette, gibt es immer Bratwürste vorne, für 1 Euro meistens. Ja, du weißt warum. Ja, nee, das nicht, aber ich glaube... Ich sag dir jetzt warum. Also, die Männer und die Frauen, die müssen abgeholt werden. Oft ist der Mann, der kommt mit beim Einkaufen, der kriegt eine Bratwurst in die Hand gedrückt, der geht mal zum Friseur und die Frau, die geht einkaufen. Und hier ist es so, wenn du keine richtige Sitzecke hast, ja, weil es ist immer einer dabei, der will sich auch mal hinsetzen, der will mal ein Käffchen trinken, oder? Weißt du, mein Aha-Erlebnis an der Stelle, jetzt ganz kurz wirklich erzählt, ist, dass ein Kunde mir mal sagte, ich sehe das gar nicht ein, dass ihr mein Reisemobil in dem Fall mit in die Werkstatt nehmt, das ist mein Wohnzimmer. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir unsere Aufenthaltsbereiche neu gestalten, dann muss das auch ein Wohnzimmer sein, weil das ist das, was der Kunde uns anvertraut, wenn wir da drin arbeiten. Und so haben wir es gestaltet, nach modernen Konzepten, aber eben auch ja, funktional, super bequem, hochwertig, weil das sind die Kunden total wert und nicht auf irgendeinem Holzstuhl da sitzen und sagen, komm, hau ab jetzt wieder. Ja, ganz wichtig bei der Firma Fendt ist natürlich auch der Service. Wenn da mal irgendwas ist, gerade in die Erweiterung, aber es kann ja auch mal ein Unfall passieren. Ich fahr zum Beispiel irgendwo gegen einen Baum oder keine Ahnung was, ja. Kannst du dich auf deine Leute verlassen bei Niesmann? Ja, das können wir. Wir haben Fachkräfte, ständig in der Ausbildung.
Also es ist so, dass wir permanent Kollegen in irgendwelchen, auf irgendwelchen Lehrgängen haben, sei es die Zulieferer oder auch eben, wenn es um Schreinerarbeiten oder sonstiges. Also es ist permanent jemand in Ausbildung. Jetzt kommt einer, will eine Cinderella haben. Habt ihr da eine Lösung für? Ja. Kann ich eher für alles eine, ja, also haben wir tatsächlich schon mehrfach eingebaut. Ja, ja. Du musst bei der Cinderella ein bisschen gucken mit dem Abgaskamin. Du musst, das musst du, glaube ich, abklären mit denen. Ja. Genau, ja, du hast eine Hitzeentwicklung in dem Toilettenbereich. Ne? Aber das sind Sonderbauten und da wird es ja richtig interessant. Da kommen dann die Spezialisten zu uns oder bei uns ans Werk, die richtig Bock haben, irgendwie was Besonderes zu machen. Wir haben das in einem Hümer eingebaut. Das war echt Aufwand ohne Ende und wir haben uns überlegt, haben Kopf gekratzt und mehrfach so und dann war es fertig und dann steht die Mannschaft da und sagt, geil, guck mal. Und dann war das auch toll verkleidet, da hat er nämlich samstags noch extra ein paar Stunden übergeschoben. Da hast du mir erzählt, das sieht anschließend so, als wäre es ab Werk gewesen. Werksneu. Der hat richtig Lust gehabt, der hat ein echtes Meisterstück und hat gesagt, guck mal, so kann man es machen. Ihr habt sogar die Originalhölzer und Furniere, genau, habt ihr da. Genau. Das soll anschließend so aussehen, als wäre es immer so gewesen. Ist das nicht wahr? Das ist verbaut in der Ecke. Perfekt. Also ja. Das ist so, weil viele wollen nachrüsten. Viele wollen ja die Originalqualität erhalten. Das heißt, wenn du einen Mover einbaust oder irgendein Loch wird reingeschnitten für eine Klimaanlage, da muss man wissen, was man macht, oder? Da muss man auch Mut haben als Mechaniker, das richtig anzusetzen. Und das ist das, wo wir unsere Kollegen hinbringen, die neu zu uns kommen. Deswegen einen hohen Ausbildungsstand. Und das, wie gesagt, ich bin da sehr zufrieden mit dem, was der Dirk auch macht. Fahrt nach Polch, nach Rheinland-Pfalz. Ihr seid sehr verkehrsgünstig gelegen an 47 Autobahnen. Das sind welche? Ja, das ist die A48 dann an der Stelle. Tatsächlich mit der direkten Abfahrt Polch. Und die A48 kreuzt die A3 im Prinzip und die A61. In Steinwurfnähe. Wir sind genau 10 Kilometer von Koblenz Richtung Trier entfernt. Und auch unser Betrieb, das ist ja auch gerade, wenn man einen Wohnwagen hinter sich herzieht, wir liegen direkt an der Autobahn, 300 Meter entfernt. Wir fahren nicht durch irgendeine Stadt, wir müssen nichts aufpassen. Also die Kunden nicht. Ne? Das heißt, die kommen aus NRW, die kommen aus Rheinland-Pfalz, aus Hessen, Bayern, habt ihr das auch schon mal? Wir haben, also je nach Fahrzeugkategorie natürlich, wir haben europaweit Kunden, wir haben Leute aus Norwegen und Schweden, die auf dem Weg in Sommerurlaub nach Spanien bei uns die Pause machen, in anderen Fahrzeugklassen jetzt eventuell und machen da die Dichtigkeitsprüfung. Wir haben 90 Mitarbeiter und davon 45 in der Werkstatt. Ne? Da ist schon richtig Bewegung, da ist jeden Tag richtig was los. Gut, der 93 FHS war meine Idee übrigens. Ich habe euch nämlich gefragt, was ist der kleinste hier? Und wir werden uns gleich noch einen anschauen, der richtig sensationell ist, der ganz große. Was ist der größte, der hier steht? Der größte steht hinter dir. Wenn du dich umdrehst, dann siehst du den Diamant 650. Ja, und das ist ein richtiger Diamant. Preis ungefähr 50? Ich habe den letzten verkaufen dürfen für 67.000 Euro. 67 Kilo. Dann ist aber alles drin. So, ja, Niesmann Caravaning in Polch. Wir sind auf dem Caravansalon. Heute ist der 1. September. Es wird kälter. Und da auch die Frage, kann man im Diamant 650 auch im Winter wohnen? Selbstverständlich. Wir würden uns gar nicht trauen, einen Wagen zu bauen oder zu verkaufen, in dem das nicht geht. Wir haben hier den 650 GDW. Der machen wir gleich. Der W steht für Warmwasserheizung. Pass auf, dem machen wir gleich, das ist eine alte drin nämlich. Das werden wir gleich mal sehen. Der 650 GDW, anderes Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.